Interessant. So, Klappe, zack. Passt? Ja. Okay. Ja. Willst du uns vielleicht kurz erzählen, wo wir da jetzt davor stehen? Ja, es ist jetzt in meiner Werkstätte, Halle mit Kran, tolle Sache mit dem Tor vorne. Ja, ich bin Schlosser, mittlerweile sagt man eigentlich Metallbautechniker dazu, aber eigentlich Schlosser. Ich baue Dinge aus Stahl und eben Stahl in Verbindung mit allem möglichen Holz, Glas, Kunststoff, also das quer aufs Gemüsebeet. Ja. Und eben ich baue, was die Leute halt so wollen, versuche ihnen zusammenzubauen. Nicht? Also ja. Und da sind viele Künstler dabei? Es seien einige Künstler dabei, aber ich baue auch ganz banale Sachen wie einfach eine Treppe oder. Aber eben einige so Kunst- und Bausachen, Kunst- und öffentlichen Raumsachen. Ja, weil da, wenn man da mal anfängt, das zu machen, dann sagt man, ah, du hast das gemacht. Und dann hat sich das irgendwie verselbstständigt. Also das war jetzt irgendwie nicht primär Ziel, ganz viele Kunstdinge zu bauen. Mhm. Aber es hat sich so entwickelt und es sind spannende Sachen. Also. Okay. Bin ich nicht unzufrieden damit. Ja, erzähl ein bisschen, was das für eine Arbeit ist. Ja, das ist von der Marie Blum, Salon Lumière heißt das, glaube ich. Mhm. Das ist ein Kunst- und Bauprojekt von der neuen Heimat Tirol. Die müssen immer eine gewisse Prozentsumme von der Bausumme für Kunst ausgeben. Ja. Und eben die Marie hat den Wettbewerb gewonnen. Und dann ist halt eine Straßenlaterne mit einem Kronleuchter dran. Mhm. Also ganz ein schlichtes Objekt eigentlich. Der Hintergedanke ist, dass das ein recht schattiges Platzl ist, wo das hingestellt wird und soll einfach ein bisschen Licht hingebracht werden. Okay. Wie lange bist du jetzt dran bei dem zum Beispiel? Bauen, eine Woche ungefähr zum Bauen drauf. Okay, ja. Dann noch einen Tag zum Aufstellen. Ja. Wobei da ist Bauen ist da wesentlich schneller gegangen, wie jetzt die Marie gebracht hat, bis sie die Form passt hat. Okay. Bis es halt so weit ist, dass man was bauen kann, ist meistens der schwierigere Weg. Ja. Wenn man dann endlich bauen kann, hat man eh schon gewonnen. Okay, okay. Wenn du so ein bisschen zurückdenkst, waren so die spannendsten Projekte, an die du dich erinnerst, wo du... Spannend ist immer mit den Architekten. Okay, ja. Mit den Studio 3 Architekten, da haben wir nette Ausflüge gemacht. Ja. Das war eigentlich immer das Lustigste. Also das okay, und das hat jetzt miteinander schon... Ja. Also wir kennen uns recht lang, haben auch schon viel Musik gemacht und auch schon viel gebaut. Okay. Erzähl du, wie du zu dem gekommen bist in die Richtung. Ja, die Frage ist, was dem? Ja, muss klären, ich weiß es nicht. Ja, schwierig. So, Aufgaben suchen, wo man interessiert dran ist, eigentlich. Ja. Okay. Die man machen will, Leute suchen, mit denen man was machen will. Ja. Eher in die Richtung. Okay. Also du, wenn ich kurz zusammenfassen kann, glaube ich, du kommst eher aus der Architekturschiene, oder? Wenn ich richtig bin. Bist du im Studio 3a? Als externer Lehrbeauftragter. Okay. Seit wann war das erste Mal? 2015. Ja. Mit dem Ginkel wahrscheinlich, oder? Mhm. Und machst aber selber auch, also bist du selber auch Künstler, oder? Ja, Künstler. Ich habe zwei Gewerbe, eins ist Design und eins ist Montage. Okay. So ist sie eher verteilter. Montagekunst. Genau. Kannst du dich erinnern, so, wenn ihr es miteinander irgendwie die ersten Sachen gemacht habt, wie das angefangen? Mit der Band Sponge. Okay. Wir sind zusammen HTL gegangen. Ja. Also wir haben zusammen angefangen und wir haben beide siebenjährige HTL sind wir beide gegangen. Okay. Und ich bin erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Er ist erste, zweite, dritte, vierte, okay. Und dann haben wir es doch fertig gemacht und eben da haben wir einfach Sound gemacht. Mhm. Und ja, schon Kollegen quasi. Okay, okay. Ja, bauen ist dann halt, das ist halt so schleichend danach irgendwie. Dazu kann man. Eigentlich angefangen hat es mit kaputten Autos und VW-Busse. Also meine Bastelkarriere ist eigentlich mit hinigen Autos losgegangen. Okay. Dass man die halt dann selber repariert hat und ja. Okay. Wie war es bei dir? Wahrscheinlich ähnlich und immer eben über Menschen, oder, die man halt kennenlernt. So wie jetzt, darf ich sagen, der Steve aus der Weira, oder, der halt dann auch irgendwie eine Möglichkeit jemandem zur Verfügung stellt, auch Sachen zu bauen und Sachen, Projekte zu entwerfen. Und es sind immer
Geschichten und Menschen dahinter. Eigentlich, ja. Oder? Das, okay. Ja. Ich habe es miteinander an, an dem letzten Architekturbiennale Beitrag mitgearbeitet. Nächstes Mal vielleicht ein bisschen erzählen, was eine Aufgabe zum war, wie das entstanden ist. Ja, da ist man eigentlich aber, weil man halt die Leute kennt, die das machen, ist man da halt irgendwie dazugekommen. Aufgabe, ich bin im Vorfeld ein bisschen wegen halt, die wollten, das ist um diese Blechsphäre gegangen, also am Anfang gegangen, wie macht man das? Da war ich ein bisschen involviert und dann hat man einfach eigentlich gebaut, mehr oder weniger. Okay. Einfach ein Montageurlaub war das mehr oder weniger dann. Venedig. Lang eigentlich. Aber das war schön in Venedig sein und da. Es war schon zart und alles nicht, aber. Vielleicht habe ich dir, wie du davor gesagt hast, eine Aufgabe für zur nächsten. Okay. Und ja, irgendwann ist man halt dort. Ja. es war eine lustige Truppe da unten. Also ja. Der Hanni war da und dann. Da ist dann oft die Arbeit nicht so. Da ist man dann dort, weil es einfach eine schöne Sache ist. Das ist einfach mit den Leuten dort zu machen. Da geht man ein Bier trinken und hat dann Spaß. Ne? Das Ganze drumherum ist dann irgendwie. Ja. Ein schönes Gesamtprojekt einfach. Ne? Wir haben für unseren Beitrag so ein bisschen überlegt, dass vielleicht viele, die jetzt Kunst in irgendwie Museen oder auch im öffentlichen Raum irgendwie wahrnehmen, oft gar nicht denken, dass an so ein Werk mehrere Leute oder so ein Beitrag wird man total viele Leute dazu sein. Nehmen Sie das wahr oder stört, denkt das irgendwo? Oder ist das. Dass meistens so der Künstler in der Mitte steht. Dadurch, dass man es eh von beiden Seiten kennt, teilweise würde ich sagen, man ist immer so gut wie die Leute, mit denen man arbeitet. Also das wird für jeden wahrscheinlich sein, allein schon. Auch wenn dann ein Name am Schluss steht, allein hat der die das auch nicht geschafft. Oder? Das braucht sich Bauzeug. Also, natürlich die Idee immer. Ja. Und jemanden, der weiß, wie es auszuführen ist. Aber sagen wir mal, die reizt jetzt nebenher schon irgendwo eigene Sachen auch zu konzipieren. Ja, ich würde es eigentlich umdrehen. So, oder? Also zu konzumieren oder wie? Nein, zu konzipieren. Ich würde es eigentlich umdrehen. Also ich mache eigentlich nur Aufgaben, die mir irgendwie außerfordern. Ja. Alles andere geht zu vermeiden. Okay. Wenn es so ein bisschen zurück oder an die Zeit zurückdenkt, wo ihr jetzt in dem Bereich arbeitet, wem lernt man zu kennen, für wen arbeitet man, macht es mal so ein bisschen Name-Dropping. Name-Dropping, ja. Für den Ginke haben wir viel gemacht. Naja, für die Kathi Aste, seine Nachfolgerin. Eben Marie Blum, beziehungsweise Esther Strauss. Katharina Tschibulka hat das gemacht. Dann für die Celia Di Paoli, die ist auch Architektin eigentlich. Okay. Das ist ein Gedenkrot baut. Dann Christoph Reitmeier. Ja. Okay. Was waren so irgendwie die spannendsten Zusammenkommen? Was ist natürlich schon, zum Beispiel, wenn wir hernimmt, beim Ginke haben wir quasi einen das erste Mal einen Kurs begleitet mit Studenten und da war halt auch so persönliche Reibung da und das war schon spannend, auch wenn es jetzt anstrengend ist manchmal, dann, aber trotzdem, ja. Okay. Wir sind mit denen auch nach Portugal gefahren, haben da so Entwerfensachen gemacht, das ist natürlich dann schon Sache, aber das ist einfach cool, da fährst du immer hin, war Spaß und das ist einfach spannend gewesen, da zu sein und das halt zu machen. Ja. Wenn Sie es irgendwie für einen Außenstehenden erklären müssen, also die Arbeit mit Künstlern, mit Architekten, das ist ja ein Gemeinschaftsding, oder kriegt man viel, ist es so Aufdruck, oder ist es verschieden? Nein, das ist schon, man macht schon zusammen was, nicht? Weil oft bei der Marie war es ganz viel, zum Beispiel, sie entwirft was und geht es dann überhaupt nicht, also man muss da schon viel halt zusammenarbeiten, um zu schauen, ob man das realisieren kann oder wie man das realisieren kann. Und das beeinflusst sich dann einfach gegenseitig. Das ist einfach ein Prozess, den man halt zusammen dann irgendwie macht und am Ende kommt dann was raus. Also gerade bei nicht so alltäglichen Sachen, die halt quasi eine Erfindung sein. Also das heißt, so technisches Know-how kommt noch
von einer Seite zum Beispiel, wo der Künstler einmal fragt. Man muss sie erkennen, nicht, also, ja erkennen. Also ein Architekt muss es nicht zwingend wissen, ob man irgendwas bauen kann, was er plant. Das ist das soll auch nicht so sein. Wenn man immer leid denkt, ja, das kann nicht gehen und dann deswegen gleich das über Bord schmeißt, welche Ideen, das ist auch nicht gut. Also. Okay. Ja. Ich würde auch sagen, dadurch, dass ich es von beiden Seiten kenne, ist, ich glaube, der erste Bau ist das Modell. Okay. Und da kommt man schon so auf so viel drauf, oder was statisch möglich ist, was eben Material, was jetzt auch nicht, kann man ableiten. Und dann sind die meisten Sachen, die jetzt nicht in Serie produziert sind, sind also Randtasten an, also Prototypen, oft einfach mehr Materialien suchen, alles wieder wegschmeißen, wieder neu machen. Aber auch viel kommt man erst drauf, wenn man es dann wirklich macht. Also da kannst du stundenlang den Kopf zerbrechen über irgendwas. Ja. Aber wenn du wirklich davor hockst und das wirklich machst, dann merkst du, was da jetzt gerade ist. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ich kann mich noch erinnern, da hat es voll gefuchst? Ja, guckst. Also es hat immer gefuchst, aber es lässt sich einmal lösen. Also, ja. Da muss ich halt helfen müssen. Muss man dann da oft, muss man noch mehr Beteiligte oft einmal ins Boot holen? Oder wie ist denn man? Ja, manchmal braucht man halt auch ein technisches Know-how von jemandem, der Lampen baut, zum Beispiel. Nicht, weil ich jetzt keine Lampen bauen kann oder so zeige ich mir nicht. Ja. Oder halt, man muss sich halt durch Google ackern und halt versuchen, irgendwie zu Informationen zu kommen. Ja. Probier's mal vielleicht bei der Arbeit nochmal zurückzukommen. Was ist da jetzt als von der Künstlerin gekommen? Wo hast du gesagt? Ja, von der Künstlerin ist die Idee, prinzipiell eine Laterne mit Kronleuchter zu bauen. Und halt der Wunsch, dass das halt wie eine Straßenlaterne mit einem Kronleuchter ausschaut. Okay, ja. Aber wie das geht, ja, keine Ahnung. Und ich sage, ja, das ist jetzt technisch nicht so schwierig. Also das war jetzt nicht so kompliziert. Eben da ist halt, da ist es eher um die Form gegangen, irgendwie, was ich mit ihr die Form halt möglichst schlicht, dass ihr das gefällt. Okay. Aber sie ist schon mit eben einfach leider Vorstellung gekommen, aber hat sie da was vorgelegt? Nein, sie hat dann eine grobe Idee einfach gehabt. Sie will einfach Straßenlaterne mit einem Kronleuchter dran bauen. Ne? Ja. Ja, und ich sage den Leitern meistens, ja, sie sollen einmal zuerst einmal möglichst genau definieren, was sie einfach haben wollen. Und dann schaut man einfach, was geht da drin. Dann schaut man, wie es kosten kann. Also, da gibt es einfach, bei Kunst und Bau ist es so, da gibt es das Budget. Ja. Fertig, ob du jetzt einen riesen Teil machst oder einen Punkt, kriege ich mir Wie ist das bei euch, wenn es an Ausstellungen anschaut, hat man da noch schon einen Blick, das ist jetzt gut gebaut oder ist man da kritisch? Ich glaube, ja, weiß ich nicht. Alltäglich, glaube ich, fallen dann einfach Sachen auf, die vielleicht, wenn man sich jetzt mit Handläufen beschäftigt, dann fällt dann das auf einmal auf. Okay, die Berufskrankheit oder einfach das. Okay. Ja. Ja. Weiß auch nicht. Und das geht, glaube ich, bis ins kleinste Detail. Ich würde mir jetzt da nicht sagen, dass jetzt der Volle mir überall auskennt oder so, aber manche Sachen fallen dann halt einfach mehr auf, wenn man sich damit beschäftigt. Ja. Ja. Es hab's miteinander so Ausstellungsarchitektur, also Sachen für Ausstellungen gemacht. Oder das ist jetzt mehr bei dir gewesen, oder? Das schon auch bei mir. Natürlich habe ich oft den Gassi gefragt, wie kann man das machen? Kannst du mir helfen? Ja. da schon einiges, ja. Also auch, keine Ahnung, mit Columbus Next haben wir ja schon einige Ausstellungen gemacht. Und da ist halt immer, wenn es heißt, wir machen was mit Stahl, ja, fahren wir einen Gassi. Okay, ja. Dann macht das am besten. Gibt es da irgendwie so eine Herausforderung? Findest du, das hat inzwischen an Wichtigkeit zugenommen, dass das eine Ausstellung gut gebaut da ist, zum Vermitteln? Oder? Im besten Fall unterstützt es die Ausstellung, ja. Ja. Oder die Idee hinter der Ausstellung. Das klappt halt besser oder schlechter, aber ich finde es schon wichtig. Okay. Vor allem reagiert er, also man merkt das bei Wanderausstellungen oder halt die nicht gleich eine Station haben. Dass, wenn man jetzt nicht so auf den Raum reagiert, wo man ausstellt, dass er oft ein bisschen schwächer ist oder halt, ist eh klar dann. Ja. Das ist. Es ist oft einmal, glaube ich, wie sagt man denn, du machst etwas Einzigartiges oder auch für einen Raum, oder? Ja, klar. Und die Kunstwerke sind vielleicht
glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit irgendwie wichtig, wenn du eigentlich Kunst online schauen kannst. Dann ist es halt gerade interessant, wenn der Ort irgendwie einzigartig ist, dass das zugänglicher wird, oder? Ja, definiert natürlich immer den Kontext. Ja. Kann man sagen, oder? Dass das total viel mitspielt. Ich finde, beim Feuerstein, ja, er fährt ja selber einmal mit, oder? Wenn da Aufbauten sind, oder ja, so was, da kannst du jetzt wieder mehr haben. Nein, das macht das Team. Also, der Feuerstein macht, der ist ein totaler Tüftler, macht total viel selber. Also, der ist, also man kann nicht alles selber machen mit der Wald, der macht schon viel selber. Ja. Also, was ich immer spannend finde, im Out haben wir viel gemacht und im Out ist immer derselbe Raum, jeder kriegt das Gleiche und das ist alle drei Monate komplett was anderes. Dann, das finde ich auch ganz spannend, wie der gleiche Raum, wie anders der dann anders sein kann. Eben darum, jetzt haben wir noch, also da kümmert er sich um die Aufbauten quasi. Ja. Da haben wir auch schon ein bisschen was eingebastelt. Okay. Hat das, findest du, gibt es da einen Unterschied zwischen, sagen wir mal, das Out als Architekturzentrum irgendwie für Architekturausstellungen und da ein Museum, ein Kunstmuseum, ist da ein anderer? Ich glaube schon, weil es keine Galerie ist oder halt weil es doch ein anderes Haus ist, also von der Definition her. Ich denke mal, dass oft viel, also mehr möglich ist, weil es nicht so verfahren ist oder nicht so verfestigt. Okay. Also du meinst jetzt so eine kleine Institution? Ja, zum Beispiel, oder ja, ich kann jetzt eh nur vom Out reden, also kennst du nur so persönlich. Aber ich weiß nicht, ob es so leicht ist, zum Beispiel zwei Räume unter Wasser zu setzen. Ich habe keine Ahnung, ob das überall möglich wäre. Ja, erzähl ein bisschen von deinem Projekt. Kann ich nicht. Wie jetzt? Da war ich noch nicht involviert. Achso, okay. Nein, aber keine Ahnung, oder 10 Meter Brücke, ja. Stahlbrücke von der Decken abhängen, durch den Raum spannen. Ja. Wahrscheinlich auch nicht überall möglich, weil du hast, nein, wir dürfen nichts anbauen oder mit der. Ja. Gibt es da, weil du jetzt das ein bisschen ansprichst, gibt es da oft von Häuserseite irgendwie Bedenken oder ist man eingeschränkt? Man darf eigentlich gern mehr oder? Schon, ja, wohl. Hat es immer wieder gegeben, dass das halt heißt, okay, die Wand darf man und sonst kann man nichts. Ja. Ja. Okay. Doch. Wie ist das zum Beispiel bei einem großen Projekt gewesen? Wie, wenn wir jetzt nochmal zu dem Biennale Beitrag zurückkehren, war das ganz strikt? Hat man da gekannt? Naja, eigentlich ist alles unter Denkmalschutz. Eigentlich ist alles total hakel, aber in der Praxis ist dann doch, macht man halt. Okay. Also, da kommt alle halbe Jahr, kommt, wer macht halt alles ganz neu. Das ist wieder ein schöner Spachtel danach. Also da sind wahrscheinlich die Wände schon mehr Spachtelmasse wie sonst irgendwie, weil da halt schon so viele Jahre da irgendwo eingebohrt. Ja. Aber ich glaube, gerade so bei Biennale, da kannst du dann schon machen, was du, also weißt du, nicht das Haus komplett abtragen und dann völlig neu bauen können, aber halt da kann man, glaube ich, schon viel machen. Also, das ist schon mal schon irgendwie im deutschen Pavillon, haben sie schon einmal den Boden ganz ausgeschlagen, oder? Ja, da führen sie schon was auf. Ja. Was ich eigentlich noch gerne fragen würde, ist, wenn wir nochmal so in dein Kunstding zurückkommen. Es ist ja viel, wenn man so an große Installationen denkt, es ist viel größer, schneller, höher, weiter gegangen in den letzten Jahren, glaube ich. Es ist so jetzt so ein bisschen, sagen wir so, an einem Punkt, wo man sagt, das müsste man hinterfragen. Weil viel, glaube ich, auch dann, wie wir auch schon gesagt haben, wenn wir über Ausstellungen geredet haben, wenn es nicht eine Wanderausstellung ist, nachher kommt es vielleicht auch, kommt es wieder weg, wird es weggeworfen. Spielt das jetzt heutzutage für einen keine Rolle? Oder ist das, ich würde sagen, das? Auf alle Fälle, ja. Also natürlich, wenn man selber was macht, dann überlegt man sich schon, was nehme ich für Material und dann, wo kommt es danach hin? Es gibt zum Beispiel von der Ausstellung von Glamour's Next in Wien, aus dem ist dann der Vorgänger vom Building entstanden. Okay. Also das war so ein Sperrholzplatten, so Schalenkonstruktion. Und die haben wir dann wieder mitgenommen nach Innsbruck, weil wir es schon gewusst haben, okay, da kommt irgendwas. Okay. Und da ist dann der Knirps, ja, und das war halt die Baustellenbox vom Building dann, oder halt der Vorgänger. Ja.
Es ist auch ein bisschen Geldsache, wenn ich das so kann. Jetzt, Verantwortung. Also, du kannst jetzt nicht für 3 Monate eine Ausstellung da voll den Wahnsinn aufführen und dann schmeißt alles in den Müll. Also, das war nicht. Also, beim Ginke, die ganzen Treppenskulpturen, kann man ja sagen, oder? Das ist dann auch noch für Umkostenbeitrag. Haben sie das die Leute geholt? Die haben sich ein bisschen verteilt. Dann also bei ihm in Graz haben wir welche dazu gebaut und ein paar Leute haben sich die gekauft. Und halt wo immer die überall sein. Also da war es nicht schon ein Schrott. Bei Stahl ist das Schöne, Stahl ist ja nie Müll, Stahl ist immer Schrott. Kannst du immer einschmelzen. Es wird jetzt nicht quasi weggeschmissen. Okay. Ja. Aber der auf alle Fälle ist, als sagst du, das spielt inzwischen irgendwo eine Rolle, oder? Man denkt immer noch, in der Architektur, aber auch im Bauen, sagen wir mal, für Ausstellungen und für Kunstwerke, oder? Also im Bauen an sich, denke ich mal, ist noch nicht wirklich angekommen. Mhm. Also im kommerziellen Bauen, meinst du? Ja. Da ist immer noch als Vollwärme gedämmt, mit, was man eigentlich wahrscheinlich in 20 Jahren oder in 30 vielmehr hat er oft einmal Lebenszeit gar nicht ein Haus. Ja. Viele Sperrmüll. Ja, was dann einfach Sperrmüll ist. Oder das ist dann in 30 Jahren vielleicht sogar Gift oder keine Ahnung, was man nicht. Sondermüll. Ja, das Beste, wenn die 60er, 70er, ja. Super. Okay. Was steht bei eigentlich zurzeit so an? Was sind so die nächsten größten Projekte, wo es Success? Ich mache jetzt einmal das da, ich mache ja ständig auch alles, ich bin eine Metallbaufirma, also fürs Audioversum mache ich so, die macht so einen Museumsshop auf, da mache ich die Möbel, dann mit diverse kleinen Sachen, das wäre der Tor für meinen Spengler Nachbarn. fürs Altersheim in Hall mache ich so Schilder, der Hanna Schlögl hat das Plan. Mit dem noch ein paar Sachen, so einen Tisch für ihn und halt so seine Wohnung ein bisschen was. Okay. Es gibt immer was zum Bauen. Mhm. Also eigentlich, ich würde gerne bei mir da 2 Stück keine bauen, aber das sehe ich mich schon nächstes Jahr machen. Ja. Wie schaut es bei dir aus? Ja, ich bin dabei mit meiner Freundin. Seit der Quarantäne eigentlich bauen wir 7 Ferienwohnungen um und so ein Frühstückscafé eröffnen wir. Jetzt 2 Wochen. Okay. Macht's auf. Und so auf künstlerischer Seite? Künstlerischer? Also deswegen eigentlich auch der Beitrag, oder? Weil man dann so sagt, es ist ja alles so halt irgendwo Gegenwartskunst. Ja. Muss man unterscheiden? Was noch? Geht es unterscheiden? Oder sagst du irgendwann, okay, jetzt Nachmittag habe ich Zeit für meine Kunst? Ja. Nein, eigentlich nicht. Eben. So wie ich am Anfang probiert habe zu sagen, ich probiere das überall einzubringen. Und also eben nein, eigentlich nicht unterscheiden. Okay. Nein, sicher nicht. Wie ist es bei dir so, wenn du Aufträge kriegst? Ja, ob die Sau ein Rädel schneidet, ist dann eine Laterne wert oder eine Säule, das ist dann so wurscht. Nicht? Also, ich tue gerne Sachen bauen. Okay. Also ich baue oft lieber Sachen, die dann danach mehr hermachen, auch wenn es mir oft aufkratet, weil es anstrengend ist. Ja. Oft war es, wenn man nur geschäftlich denkt, sollte man eigentlich nur halt normale Stahlbausachen machen. Und die Künstler sagen, du schaust das weitergibst. Aber eben das kann ich nicht. Aber es macht dafür Plage mit sogar, oder? Ja, nein, so. das macht natürlich mehr her, wenn du eine Laterne mit Leuchter baust, als wenn du eine Stange geklemmt hast, in den Schraubschnitt. Ist einfach spannender, das zu machen. Und es macht da, also mich zu einem wesentlich besseren Handwerker gebracht. Dass ich halt viele Sachen gemacht habe, wo ich mir davor gedacht habe, oh Gott, wie soll ich das nur zusammenbringen? Dann bringst du es irgendwie zusammen und dann hast du halt, das bringt dich einfach weiter, du lernst einfach mehr. Mhm. Man muss sich einfach fordern ein bisschen. Okay. Also das, was so anfordert, so ein bisschen die Zusammenarbeit mit Künstler, Künstlerinnen und auch so eine Gemeinschaft, oder? Ja, ich mag so kunstsinnige Menschen generell gerne. Also, das ist, aber es ist zum Bauen einfach auch herausfordernd, wenn man irgendwas macht, was halt nicht 0 aus 15 ist. Ja. Wo man sich halt, und eben, es ist die Zusammenarbeit mit Künstlern, ist einfach super, das mache ich gern. Also, ich verstehe mich auch sehr gut mit allen, mit jeder, es ist eigentlich alles Freund geworden, mit jeder, wenn man was gebaut hat. Ja. Jo. Willst du mir noch etwas erzählen? Ja, willst du was wissen? Ja. Was? Christa, hast du noch eine Frage? Ja.
So, ja, schaut euch eh das Schindelbild. Was an, alles für die Show. Für mich war das Extremste in Portugal, da im Sand für den Ginkgo den ganzen Wahnsinn zusammenzubauen, den er da sich einbildet hat. Das war für mich. Erzähl dir, was du gemacht hast. Nein, das war ein Entwerfenkurs vom Studio 3. Da ist der Ginkgo mehrere Jahre lang mit einem Haufen Studenten in die portugiesische Pampa gefahren, nach Lagoa de Santo André. Das ist ein gottverlassener Ort. Irgendwie. Und was schon cool ist, da kannst du einfach sagen, bei uns kann das nicht einfach hergehen zwischen zwei Laternen und irgendein Drum einbauen und dann. Das ist eigentlich ein langes Stahlschwert, okay. Auf Laternen aufgehängt. Also Straßenlaternen. 30 Meter langes Schwert. Ja. Und auf dem sind dann die Kunstwerke oder so, die Entwürfe von den Studenten draufgebaut und eingesteckt worden. Ja. Und, war das angemeldet, erlaubt? Oder? Nein, das ist einfach hinfahren. Und du das gemacht und dann, okay, ciao. Also, du hast schon geschaut, dass man irgendwie so anschwarzt, also das ist einfach nur. Also es war reversibel, aber halt auch nicht ganz einfach. Also, man hat es schon eher schlecht wieder abhanden können. Okay. Also, ich das Kematoskop gebaut von der Katharina Cibulka, das hat mich auch fertig gemacht. Also, das war einfach kompliziert zu bauen, da bin ich gerade aus der Werkstatt von Steve ausgezogen in der vorübergehende Werkstatt. Das hat mich aufgeratet, das Ding. Also, was war da? Oder was, ja, das ist so ein 6 Meter großes Kaleidoskop, Periskop. Mhm. Das war einfach, das war eine komplizierte Erfindung. Ja. Das war einfach schwierig zu bauen. Das waren, die Umstände zu der Zeit waren einfach schwierig. Das hat mich einfach ein bisschen aufgeratet. Ja. Also ich dachte, es waren Unmengen Stunden, was da reingegangen sein. Mhm. Fast 2 Monate habe ich da rumgeschuftet an dem Ding. Ja. Was war bei dir so? Ja, ich überlege die ganze Zeit. Es gibt einiges, aber ich weiß es auch nicht. Extrem kann man natürlich auch in eine andere Richtung sehen, dass man sagt, es war extrem gut oder extrem. Schon auch die Projekte, die man mit Columbus Next macht, das ist immer ein extremes Projekt war gewesen, wie wir auf 3000 Meter oben so irgendwo auf dem Gletscher Teil hinbaut haben. Aber eben, es sind eigentlich schon auch die Erfahrungen, oder? Die, die halt einfach gut sind. Ja. Okay. Ich glaube, wir sind zufrieden, oder? Ist alles im Kasten. Ja, ich habe mir schon gedacht. Jetzt mir fällt nichts mehr ein.